Hallo liebe Freunde von CryptoTV, wie ihr seht, ich bin wieder da. Ihr habt es ja mitbekommen, YouTube hatte mich binnen einer Woche mit zwei Videos gestrikt. Dadurch durfte ich eine Zeit lang jetzt nichts hochladen. Und in den anderen paar Wochen, wo ich dann auch nichts hochgeladen hatte, musste ich die Zeit dazu benutzen, um eine Lösung zu finden, wie ich den Roboter-Algorithmus von YouTube entkommen kann. Denn das letzte, zweite Video, das gestrikt wurde, das war ja noch nicht einmal auf öffentlich gestellt und wurde sofort gestrikt. Und da hat es dann bei mir Klick gemacht und habe erkannt, dass der Roboter gewisse Wörter, die in dem Video benutzt wurden, nicht gefallen hatte. Somit will ich euch jetzt die Lösung präsentieren. Ich habe eine neue Plattform gefunden, wo die Zensur nicht so gegeben ist wie auf YouTube. Und somit, wie sage ich das jetzt am besten, muss ich genau aufpassen, was ich jetzt alles verbal äußere, sodass auch nicht dieses Video wieder gelöscht wird und vor allem dann ein dritter Strike kommt, denn dann ist der Kanal komplett weg. Und weil ich nicht will, dass mein YouTube-Kanal mit diesen jahrelangen Arbeit der vielen Videos, die ich hochgeladen habe auf YouTube, ja, nicht komplett gelöscht werden. Es wäre wirklich schade drum, weil es wirklich sehr wichtige und tolle Themen gibt in meinem Kanal. Will ich euch jetzt zeigen, welches Video ich euch jetzt nahelegen will und wie ihr dazu kommen werdet. Dazu schalte ich jetzt einfach erst einmal um auf hier. Fangen wir mal einfach mit diesem Video an. Dies ist ein Video, das von YouTube gelöscht wurde und hat hier diesen Titel. Ich will jetzt den Namen dieses Titels nicht laut aussprechen, aber ihr könnt ja lesen. Und wenn ihr dann auf dieses Video hier klickt, so, ich drücke jetzt trotzdem mal auf Pause, dann klickt auch hier unten auf dieses Zahnrad. Ihr seht, da ist auf 480p eingestellt. Die Qualität geht hier zwar nicht besser. Das ist noch ein kleines Problem auf dieser Videoplattform. Ich will den Namen hier auch nicht aussprechen. Manchmal kann ich ein Video auf 100, also auf HD-Auflösung hochladen. Manchmal bleibt es leider auf nur 480p stecken. Aber das Video ist sehr wichtig. Somit, Moment, ich komme wieder zu euch zurück. Ich werde euch unten hier in der Videobeschreibung und in der Kommentarfunktion den Link reinsetzen, damit ihr da draufklicken könnt, um zu diesem vorher gezeigten Video zu kommen. Und wie gesagt, manchmal nimmt diese Videoplattform die volle HD-Auflösung an und manchmal leider nur eine Kartoffelkamera-Auflösung. Woran das liegt, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich vermute mal an der Größe der Datei auch nicht wirklich, aber vielleicht an der Videolänge. Vielleicht könnt ihr mir Tipps geben zu dieser Videoplattform, die ihr gerade gesehen habt, die neue von CryptoTV, ob ich da einen Fehler mache beim Hochladen der Videos. Denn, ja, ich wäre doch froh, wenn alle meine Videos in HD-Auflösung dort zu sehen wäre. Somit bedanke ich mich, dass noch einige Abonnenten mir geblieben sind. Ich habe gesehen, ein paar haben sich deabonniert. Aber ist ja egal, es geht ja nicht um Traffic, sondern um Themeninhalte euch wiederzugeben. Okay, somit danke, dass ihr wieder alle mit eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Video, das ich hochladen werde, wo ich dann ein anderes Video wieder vorstellen werde. Viel Spaß und tschüss.